Sie, meine Damen und Herren. Erstmal herzlich willkommen zur Rebel Comedy Show Nummer 9. Ich möchte erstmal von vornherein sagen, es war ein erfrischender Beitrag von diesem sogenannten Freigeistmusiker. Ja. Das möchte ich auch nochmal um da einen Applaus bitten. Das wäre doch sehr lieb. Ja, natürlich Anerkennung für diesen tollen jungen Mann. Wir haben ein neues Jahr, es ist 2012. Es ist viel passiert im Jahr 2011. Nach meiner einjährigen... Aua, bleib mal stehen, Moment mal. Moment mal. Bitte schön. Aua, was ist hier los? Na, los als bei Arbeitsamt. Ich wollte fragen, wo ist die Toilette hier? Ganz kurz, nur Entschuldigung. Mein Freund, die Toilette ist hier vorne. Ich würde dich bitten, mit durch die Treppe hier quasi. Für alle anderen, die es auch noch nicht wissen, die Toilette ist hier rechts am Ende des Raumes. Würde ich dich bitten, dein Geschäft zu erledigen und wünsche dir ein frisches Salamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Dankeschön, schönen Abend noch, danke. Entschuldigung, ja. Wo diese Menschen manchmal herkommen, ich frage mich das, ernsthaft. Natürlich, wir haben uns hier wieder zusammengefunden und ich denke, für die meisten ist es hier das erste Mal im Rotas, oder nicht? Sonst ist es ein bisschen schwieriger hier reinzukommen, oder? Ja? Da sehe ich schon einen Kandidaten, natürlich. Bevor ich dann mal richtig loslege, haben wir hier ein Geburtstagskind im Haus, das nennt sich Tobias, da würde ich auch nochmal einen Applaus bitten. Der Gute soll mal aufstehen. Da vorne ist er hat blonde Haare, blaue Augen, kennt das Ruth das wahrscheinlich schon ein bisschen besser, da er die Möglichkeit hatte, hier reinzukommen, ja. Nun gut, worauf ich zu sprechen kommen möchte. Mein guter alter Kollege, es ist ja viel passiert, Dr. Karl von Gutenberg, ja, hat ja damals seine Facharbeit geschrieben, die ich dann nichtswissend mit ihm verfasst habe, zusammen. Und ich möchte mich nochmal davon distanzieren, dass er irgendwie meine Hilfe in Anspruch genommen hat. Ja. Ich nehme jetzt quasi dazu Stellung, viel gebeten. Kennen Sie noch ein paar andere Doktoren, die keine sind? Dr. Dre zum Beispiel, der bringt dann nämlich mal Kopfhörer raus. Oder Dr. Alban, der neue Tänze erfindet. Ja, ein Klatscher reicht auch. Das hilft mir schon. Das hilft mir schon. Das hilft mir schon. Natürlich, ja. Da gibt es aber noch einen ganz schlimmen. Einen ganz, ganz schlimmen. Kennen Sie den? Den Aslak-Professor. Haben Sie schon mal von dem gehört? Sogenannte Haftbefehl. Das ist kein Diss, ja. Also ich möchte das nur noch mal nach vorne bringen und sagen, quasi, das ist kein echter Professor, das ist nicht ernst, was er da macht. Ich bin Dr. Rüdiger Blumenson, für alle, die es noch nicht wissen. Ja. Was ich auch noch fragen wollte, wie viele Menschen haben über Facebook hier hingefunden? Könnt ihr mal die Hand heben? Ja, Knuddels, danach siehst du auch aus, ja, definitiv. Dazu möchte ich sagen, was Facebook, geh auf interpol.com. Klick mein Profil unter Most Want, hol dir Popcorn und pump den Song von vorn. Salam alaikum, meine Freunde! Oh, was ist los mit euch? Ihr alle weiße Klamotten für Disco habt ihr angezogen, damit ihr leuchtet, ihr Schiffchen. Ja, so macht ihr. Ja, so Style. So schwarze Schuhe, weiße Schnürsenkel. Ich kenne das noch von früher, dann damit so Mädchen guckt. Boah, guck mal, hat der geile Schuhe. Ja, der bei Toilette, den meine ich. Ja, genau, genau, genau. Ja, hau rein, schau. Guck mal. Boah, heftige Sachen hier, heftige Sachen. Ich wollte euch ein paar Geschichten erzählen. Aber nicht zu lang, weil gleich kommt noch jemand, der auch heftiger Typ. Richtig heftiger Typ, der hat Bart, Lückenkopf, dies und das. Was wird hier alles passieren? Genau, guck mal. Ich kenne mich ja, ne? Ich bin ein heftiger Typ, so, ich hab studiert, dies, das, ne? Ich hab so Songs gemacht, ne? Hisham El-Benzia ist wieder zurück, Hisham El-Benzia, so, ne? So ist dieses Style, so, bisschen wie Neo, bisschen wie, kennt ihr Tiger, Drake, so, diese Rap, so, ne? Ja, Safi, hab ich gesagt, ruf rein, sing das mit, oder was? Bleib mal auf Teppich. Und hey, was ist los mit dir? Hast du vielleicht Bull getrunken? Jetzt Herzkasper oder was? Nicht normal. Ja, auf jeden Fall. Ich war so bei Labels, ne? Hab ich so gefragt bei... Kennt ihr das? So, so, Death. Dieses eine, ne? Was hab ich gefragt? Macht er klar? Willst du, meint er nein? Hab ich gefragt, diese... kennst du das? Kommt immer vor Liedern, wenn ihr Internet runterlädt. Black and Beats, Vaps. Kennt ihr das? Da hab ich auch gefragt, die meinten nein. Und so. Dann hab ich ein Label gefunden. Irgendwo
irgendwo hier in Düsseldorf. Ich glaube, die sind da hinten. Die heißen Bremplatz Connection. Die ist in der hinteren Ecke. Bremplatz Connection. Ein Applaus für Bremplatz Connection. Wisst ihr Bescheid? Will ich dir meinen Songs zeigen? Gehst www.megaupload.com? Ist das zu? Haben die das zugemacht? Die haben diesen dicken Kim Schmitz eingesperrt. Habt ihr das gesehen? Der arme Kerl, die machen Song mit Sierra dies, das. Ich dachte, ich komme auch in diese Video. Leute, sehen mein Gesicht, 6 Millionen Klicks. Oder nicht normal. Apropos, diese Video, ne? Gerade dieser, der kam, ne? Das bin nicht ich, ne? Nicht, voll viele Leute machen mich nach. Also wenn der kommt, glaub den nicht. Glaub nur mir. Habt ihr den gesehen bei YouTube, der mich nachmacht? Hast du den gesehen? Wie heißt er denn? Oder der kennt den. Oder der kennt den. Der kennt. Warum macht der mich nach? Guck mal, der ist Fan. Ich mach Anzeige, der soll das rausnehmen. Ich schreibe alles. Der ist das nicht normal. Der ist das nicht normal.